Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von FIFA 16. Mal jetzt mal weiter mit der nächsten Partie gegen Hoffenheim. So, wir spielen zu Hause. Ginchek ist wieder dabei. Gleich in der Startformation mit Di Santo. Alles andere bleibt quasi gleich. Aber ich würde sagen, auf geht's. So, Matip haben wir ja einen neuen Vertrag angeboten. Ich habe jetzt mal bei dem Management gefragt, ob ich 30 Millionen mal bekommen kann. Mal schauen, was das Management mir gleich sagen wird. 30 Millionen sollte ja drin sein. Für meine Hallo super Leistung momentan. Aus der Veldins Arena. Da bin ich bei Buschi. Ich habe auch gedacht, der geht eiskalt rein. Schlecht gespielt. Super. Der Blick auf die Tabelle dürfte ihn derzeit voll bereiten. Sie sind endlich trifft er. Endlich trifft die Farbe. Wie lange hat das jetzt gedauert? Nein! Aber ich versuche den Ball spielerisch zu klären. Strafraum. Sauber und fair vom Ball gefällt hier. Er ist da und hat den Ball.
hat ihn der Verteidiger entscheidend gestört, Ball im Aus. Ja, für Hoffenheim. Bin mir nicht ganz so sicher. Einwurf zum Gegner, das war unkonzentriert. Ich komme ja auf. Schön, wie sie da die Offensive unterstützen. Die Davi, klasse aufgepasst vom Torwart. War jetzt nicht genug Bums dahinter. Nastasic, okay. Ich muss den Ball mal abgeben, weil Nastasic brauche ich auf jeden Fall hinten. Di Santo! Da passt er auf und kann klären. Sehr gut gemacht vom Torhüter. Kurze Unterbrechung, der Ball ist im Seitenaus. Schade. Strobel. Und damit ist der Ball weg. Kim Jensu. Was macht Kaisara denn da? Es gibt Einwurf, der Ball ist im Aus. Und da haben wir mehr oder weniger wieder alles unter Kontrolle. Shit. Ballbesitz ist weg, jetzt müssen sie dranbleiben. Rudi. Abseits. Es ist abgepfiffen. Da stand er im Abseits, als das Zuspiel kam. Ich will es jetzt lügen, wenn ich sage, ich habe es gesehen. Nun Kalle Rabe. Da habe ich jetzt echt Glück gehabt. Kim Jensu. Wer, was für ein Ding? Aber auch sehr, sehr spät gepfiffen, ey. Die waren nie bei der Gesangsverein. Urani. Strobel. Kommt er an? Gute Flanke. Der war gut weggepostet. Der kommt zum Mitspieler. Und Scher. Was packt der Unparteiische drauf? 2 Minuten. Rudi. So, jetzt noch mal zum Abschluss der ersten Halbzeit. Ach, scheiße. Aktion, Torwart hält den Ball fest. Verunglückt. Was passiert das? Sauber. Sauber. Kein Abseits. Klasse
wir wechseln aber auch schon zur Halbzeit. Irgendwas. Wir müssen ein bisschen mehr Druck hier aufbauen. Also machen wir mit Sané. Bei der nächsten Unterbrechung wird gewechselt. Rückgang 2 hat begonnen. Einmal nach der V-Spiel. Die Aktion gegen Ginczek. Sie wollen den Gegner laufen lassen. Guter Seitenwechsel. Das ist so unfassbar. Das ist so unfassbar. Hammer. Und die Flanke hat er. Das ist so fucking unreal. Die nächste Partie in der Bundesliga steht an für den FC Schalke. Dann geht es zu Hause gegen Werder Bremen. Und natürlich auch wieder mit Rolf Christoph Fuß auf dem Kampfgeschäft. Das war auch kein Vorspiel. Na dann. Oh, gegen Werder Bremen ist ja schon die Rückrunde. Hinzu. Sie lassen den Ball gut laufen, schwer für den Gegner das zu unterbinden. Alter, Hammer. Chance vergeben, der Ball geht vorbei. Ach, Kurani, hör auf, Junge. Wir wissen doch beides, was du nicht mehr kannst. Wir wissen ja, was vormachen. Wir wissen beides, geht nicht mehr. Der kommende Gegner der TSG Hoffenheim wird uns hier präsentiert. Buschi. Leverkusen. Es geht für sie gegen Leverkusen. Nächstes Bundesligaspiel, da kann ich keinen Favoriten ausmachen. Kurani. Sie haben den Ball. Ah, da komme ich nicht durch. Ah, Sané läuft wieder ganz schlecht für mich gerade. Braucht kein Foul, ne? Wo ist Sané? Da. Sané. So, ich habe Matze den neuen Vertrag an. Sané. Gleich wird hier schön hier rüber. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Darüber. Kramer. Guter Körpereinsatz hier.
Kramer, Kramer. Kramer, Kaisara. So, wechseln nochmal zweimal aus. So, wer kann denn gar nicht mehr? Meier sehe ich so ein bisschen die Luft weggehen. Die Santo geht eigentlich noch. Ginczek geht eigentlich noch. Kramer können wir auch mal runternehmen. So. Und irgendwie jetzt die Null halten. Ich muss gerade überlegen, wohin. Den Hänger, super! Super Aktion, gut geklärt! Kommt jetzt die Flanke rein? So, das Spiel geht jetzt in die entscheidende Phase. Passiert hier nochmal, Kuschi. Auf jeden Fall ist es extrem und spannend und die Fans merken auch, dass jetzt nochmal Unterstützung kommt. Mir fehlt mir also die klare Aktion zum 2-0. Das habe ich momentan überhaupt nicht drin. Das geht Freistoß, aber zeigt ja auch eine Karte. Das kann ich. Das kann einfach nicht. Warum gibt es denn da Freistoß für die TSG? Bringt auf jeden Fall Zeit. Wie es jetzt aussieht für uns. Management hat die Forderung angenommen, würde ich sehr geil finden. So hätten wir zumindest mal 30 Millionen.
So. Na, die geben mir nur 4,8 Millionen. Oh nee, Alter, Martip geht oder was? Noch ist nicht aller Tage Abend. Neue Forderung. 2 Jahre. 100.000, das kriege ich hin. Wenn er will, kann er bekommen, ist kein Problem. Ja, da er so wichtig ist, haben wir sogar 110, wie das damals. So, mal gucken, ob das jetzt irgendwas bewirkt hat. Nein. Nein, 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 nein. Da haben wir es auch schon. Ja, Junge, also schreib dir noch einen Vertrag und alles ist gut. Wohl, warte mal, Fährmann? 24 Millionen. Ne, ne, das behalten wir noch im Hinterkopf. Ja, okay, Yoshida will ja gehen, ne? Das ist ja, da kann ich ja nichts mehr dagegen ändern. Dagegen kann ich ja wohl nichts mehr machen. Liebe Leute, ich würde mal sagen, ich mache dazu irgendwie so eine Sonderfolge zu den Vertragsverhandlungen und so weiter und so fort. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Part von FIFA 16. Bis dahin, haut rein und tschüss.